würde sagen, wir fangen gleich an. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Neubert, ich bin der Pressesprecher vom Team Special Olympics Deutschland, der deutschen Delegation, was mich mit großem Stolz erfüllt. Genau. Wir sind 413 Sportlerinnen und Sportler, die jetzt seit dem 14.06. hier in Berlin zusammengekommen sind, um Deutschland bei den Weltspielen zu vertreten. Wir starten in 25 Sportarten, also fast allen, sind mit über 100 Trainern unterwegs. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Team und sind froh, dass wir so gut in die Spiele starten können. Wir haben schon sehr, sehr viele emotionale Momente erleben können, ob bei der Eröffnungsfeier oder aber auch vor allem an den Sportstätten, wo wir sehr viel Support von den Zuschauern und den Volunteers erfahren. Die Sportlerinnen und Sportler sind natürlich die Aushängeschilder der Special Olympics Bewegung. Deswegen freuen wir uns insbesondere, dass das Interesse der Medien an ihnen auch so hoch ist. Natürlich stehen jetzt nach der Eröffnungsfeier die sportlichen Highlights bei uns auf dem Programm. Wir sind sehr stolz, dass wir gestern am ersten Tag der Entscheidung auch viele sportliche Highlights in der deutschen Delegation schon erleben durften. Wir haben beim Freiwasser, das sind die Sportler, die heute leider nicht vor Ort sein können, Gold gewonnen. Kai-Jürgen Bönisch und Patricia Spaulding haben beide Gold gewonnen auf 1500 Meter. Elke Jäger konnte Bronze gewinnen im Freiwasser. Die Unified-Staffel Leo Heckel und Adrian Schlüter haben 1500 Meter Silber gewinnen können. Und da hatten wir auch sehr, sehr viele gute Ergebnisse in der Leichtathletik. Annika Meissner war die erste deutsche Medaillengewinnerin. 9.26 Uhr. Genau, mit persönlicher Bestleistung auf den 5000 Metern. Miriam Klimetzig im Standweitsprung konnte Silber gewinnen. Matthias Hoffmann hat Bronze gewonnen im 5000 Meter. Marco Fehling ist Vierter geworden im 5000-Meter-Lauf. Philipp Apostel und Andreas Meyer konnten beide in ihren Leistungsklassen den vierten Platz erreichen. Und Jeanette Streifler ist in der stärksten Leistungsgruppe im Standweitsprung Achte geworden. Genau, einige der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sind heute erfreulicherweise hier. Wir haben Annika Meissner hier, wie gesagt, 5000-Meter-Lauf, wird im Laufe der Woche noch in anderen Disziplinen starten. Den Andreas Meyer, die Bundestrainerin Leichtathletik, Franziska Weidner, Matthias Hoffmann, 5000 Kilometer Lauf, wird unter anderem noch einen 10.000 Kilometer Lauf starten. Und Jeanette Streifler, die im Stand Weitsprung aktiv war, wird auch noch in den Sprintdistanzen einen Weg gehen. Und den Delegationsleiter des Team SOD, Tom Hautel. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich noch mal eine Silberne bekomme, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ehrlich gesagt mit was anderem gerechnet. Aber das ist genauso toll wie eine Goldmedaille eigentlich. Genauso gut. Schön. Persönliche Bestleistung, ich glaube, du kannst sehr stolz auf deine Leistung sein. Ja. Andreas Meyer, du bist Vierter geworden mit 26 Minuten und 27 Sekunden. Auch eine sehr starke Leistung. Wie war für dich dein Lauf? Wie hat es sich angefühlt? Für mich war das sehr gut. Ich hätte noch unter die ersten drei kommen können. Aber du hast ja auch noch Disziplinen, an denen du starten wirst. Ja. Welche sind das? Die 400 Meter Lauf und die 4x400 Meter Staffellauf. Matthias Hoffmann, Bronze für dich. Gestern war dein erster Wettbewerb. Wie war das Gefühl, als du über die Ziellinie gelaufen bist? Einfach unbeschreiblich. Das war ein schönes Gefühl, über die Ziellinie zu laufen und war überglücklich, eine Bronze zu gewinnen. Und wie war die Siegerehrung dann später? Auch sehr aufregend, sehr emotional und sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Dann Annika, Jeanette, Annika, Andreas und Matthias sind ja gestern die 5000 Kilometer gelaufen. Jo. Ihr habt sie ja als ganzes Team unterstützt. Warst du auch mit dabei und hast sie angefeuert? Ja, auf jeden Fall. Habe ich sie angefeuert. Ich habe sozusagen mit meinem Team, also muss ich sie auch anfeuern. Natürlich. Genau, du bist Achte geworden in der stärksten Gruppe beim Stand Weitsprung. Wie zufrieden bist du mit deinem Ergebnis? Ich bin damit ganz gut zufrieden, dass ich den achten Platz beim Weitsprung belegt habe. Ja, ist auch eine starke Leistung überhaupt, in die stärkste Leistungsgruppe zu kommen. Deswegen denken wir auch, du kannst auf jeden Fall stolz darauf sein. Franziska Weidner, das sind die ersten Entscheidungen, sind gefallen in der Leichtathletik. Wie fühlt es sich für dich als Trainerin an?
Gibt es was, worauf du besonders stolz bist? Also es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich bin unglaublich stolz natürlich auf meine 4 Leichtathletinnen hier, aber auf die gesamte Mannschaft. Und es ist einfach Wahnsinn, wie mutig alle Athletinnen hier wirklich an den Start gehen und einfach tolle Leistungen erbringen im Rennen, da wirklich alles aus ihnen rausholen. Nach dem 5000-Meter-Lauf, da waren schon die Grenzen erreicht, würde ich mal so sagen. Und darauf bin ich enorm stolz. Natürlich neben der sportlichen Leistung bin ich eben auch besonders stolz auf die Entwicklung, die wir in den letzten Wochen miterleben durften. Also die persönliche Entwicklung vor den Weltspielen, aber eben jetzt auch die letzten Tage ist einfach ganz, ganz toll. Und die Freude, mit den Athletinnen teilen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich. Andreas, du läufst schon lange erfolgreich Rennen. Das sind deine ersten Weltspiele, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wie ist die Atmosphäre vor Ort für dich? Wie ist es für dich, hier die Weltspiele in Berlin zu erleben? Sehr super. Ich war das allererste Mal bei den Weltfestspielen und bei den Special Olympia mit dabei zu sein. Genau. Annika, Silber beim 5000-Meter-Lauf. Was sind deine Ziele für die nächsten Tage? Na, wenigstens mal einmal Gold zu holen, was ich letztes Jahr nicht geschafft habe. Aber wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt nicht so, ist dann auch nicht so tragisch. Hauptsache, ich war dabei und ich konnte zeigen, was ich alles rausholen konnte. Und ja, und es macht halt riesen Spaß, einfach bejubelt zu werden. Und ja, und klar. Also ich hatte ja jetzt Sonntag auch die ersten 1500 Meter, also die 3,5 Runden da, die ich hatte, die habe ich ja auch schon gut gemacht und die habe ich halt ein bisschen langsam begonnen, weil ich heb mir das so ein bisschen fürs Finale auf, um noch mal rauszuhauen. Franziska, du kommst aus dem Leistungssport, du warst unter anderem deutsche Meisterin im Schwimmen. Wie wichtig ist es für Sportler, egal mit welchen Eigenschaften, Events wie dieses jetzt bei den Special Olympics World Games zu haben, zu erleben? Ja, unglaublich wichtig. Also wir sehen es ja hier tagtäglich mit unseren Athletinnen, wie sie aufblühen, was für eine Weiterentwicklung sie machen. Es ist ein einzigartiges Ereignis, hier bei den Weltspielen dabei zu sein und natürlich nochmal eine doppelte Ehre, das im eigenen Land erleben zu dürfen. Und ich glaube, für die Athletinnen ist dann auch nochmal eine extra große Motivation, das eigene Land hier zu Hause vertreten zu dürfen. Und es sind natürlich Familienangehörige, Freunde, Mitarbeitende, also Kollegen dabei, die anfeuern und dann eben einfach die Momente mit denen genießen können. Und das ist natürlich besonders schön, aber eben auch gesellschaftlich ist es enorm wichtig, dass wir eben hier die Weltspiele austragen dürfen, einfach um zu zeigen, wer wir sind, wer Special Olympics ist, wer unsere AthletInnen sind und was die tatsächlich auch drauf haben, ist eben ganz, ganz schön. Und das ist eben das Ziel, da in der Gesellschaft was zu bewegen und dafür stehen wir und wollen eben die AthletInnen in den Vordergrund bringen und sichtbar machen. Matthias, du hast schon starke 5000 Kilometer gelaufen. Ich weiß, du hast mir schon erzählt, die 10.000 sind eigentlich deine starke Disziplin. Deswegen sind wir alle sehr gespannt, wie es da für dich läuft. Aber vielleicht kannst du noch kurz sagen, wo trainierst du? Was ist dein Heimatverein? Und genau, wie stolz sind die Leute vor Ort? Also ich trainiere, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, da habe ich in Kiel eine Laufgruppe, da fahre ich jede Woche immer hin. Und die... Mit dem trainiere ich da regelmäßig denn. Und die alle zu Hause sind sehr stolz darauf und der Verein ist auch sehr stolz darauf, dass ich eine Bronzemedaille gewonnen habe. Das muss man immer wieder betonen. Viele Sportlerinnen und Sportler mit Geistesbehinderung haben nicht die Möglichkeit, in normale Vereine und Sportvereine zu gehen. Deswegen merken wir natürlich, dass die Entwicklung bei Sportlern, die eben die Chance haben, in normale Sportvereine zu gehen, deutlich, deutlich schneller vorangeht und einfach sie sich deutlich besser entwickeln können. Genau, wie fällt das erste sportliche Zwischenfazit aus?
Dann hast du mir den Ball ja gut und überraschend nochmal zugespielt. Ich glaube, mit der Information kann das Fazit nur sehr, sehr positiv sein. Ich würde vielleicht trotzdem vorab gern sagen, dass es eben für uns nicht nur um Medaillen geht und wir auch nicht nur an den Medaillen eben die Leistungen bemessen können. Ich glaube, die Jeanette ist das beste Beispiel. Sie hat es geschafft, in die beste Leistungsgruppe hier zu kommen. Sie hat also mit ihrem 8. Platz, ist sie die 8. beste Standweitspringerin der Welt. Das ist also eine wahnsinnig gute Leistung. Wäre sie vielleicht etwas kürzer gesprungen in der Klassifizierung, dann wäre sie vielleicht in der 2. Leistungsklasse die beste gewesen, dann wäre sie nah an einer Goldmedaille gewesen. Und das ist eben genau unser Sportkonzept. Und ich glaube, unser Ziel ist immer, und das haben wir auch in den Vorbereitungslehrgängen mit unseren Sportlerinnen sehr intensiv vorbereitet. Wir geben wirklich unser Bestes in jedem Wettbewerb, bei jedem Sprung. Und wenn man dann in die beste Leistungsgruppe kommt bei Weltspielen, dann ist das, glaube ich, das Höchste, das man bei Special Olympics erreichen kann. Und dann ist der 8. Platz natürlich unfassbar viel wert. Und das gehört dann in die sportliche Bewertung genauso mit rein. Und wenn man dann, Annika ist, glaube ich, da auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mir mal die Zeiten angesehen, die sie letztes Jahr bei den nationalen Spielen gelaufen ist, dann in den Vorbereitungslehrgängen und gestern, da ist sozusagen, hat sie sich über 3 Minuten in dem Jahr verbessert. Und wenn man das schafft, dann zum Zeitpunkt X wirklich die beste sportliche Leistung zu bringen, dann ist das, glaube ich, das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Und insofern kann ich aktuell, auch wenn natürlich noch nicht so wahnsinnig viele Wettbewerbstage vorbei sind, aber ein ausschließlich positives Fazit ziehen. 413 Sportlerinnen und Sportler kommen aus allen Teilen Deutschlands, aber auch aus ganz unterschiedlichen Strukturen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie sieht es aus um die inklusiven Sportstrukturen in Deutschland aus? Oh, wie viel Zeit habe ich? Nee, das ist natürlich tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt für uns auch und sicherlich auch ein Ziel gewesen, warum wir die Weltspiele nach Deutschland geholt haben, weil wir eben tatsächlich in der Fläche die Sportangebote für Menschen mit geistiger Behinderung, auch über den Sport hinaus, aber jetzt mal gezielt im Sport, wirklich verbessern wollen. Mir ist immer wichtig zu sagen, wir sagen ja auch, und das sind ganz wichtige Projekte für uns, dass natürlich der Sport der Menschen mit geistiger Behinderung im Moment noch fast überall außerhalb des organisierten Sportes stattfindet. Deswegen ist es für uns schon sehr wichtig, Vereine zu öffnen, Trainerinnen und Trainer fortzubilden, um einfach diese Barrieren abzubauen. Und es wird aber trotzdem weiterhin, und das ist der zweite Teil ganz wichtig von Special Olympics, auch den Sport innerhalb der Behinderteneinrichtung geben und brauchen. Und mir ist immer ganz wichtig, dass die Athletinnen eben die Möglichkeit haben, sich auszusuchen, wo sie Sport treiben wollen. Entweder in den Sportvereinen, und das müssen wir öffnen und ermöglichen, aber eben auch in diesem geschützteren Umfeld vielleicht der Behindertenwerkstatt. Und da, das ist dann sicherlich der Bogen, glaube ich, sind Politik, Sportverbände, wir aufgerufen, einfach auch diesen Teil des Sporttreibens mitzudenken. Denn natürlich ist im organisierten Sport geht es eigentlich immer um Vereine. Das ist auch richtig, aber eben unsere Zielgruppe, die hat auch noch andere Bedarfe. Und da ist der Sport dann in den Behinderteneinrichtungen genauso wichtig und muss einfach auch im Sport mitgedacht werden. Wie wichtig ist es für die tägliche Arbeit mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die Weltspiele jetzt hier vor Ort zu haben? Naja, also wir hoffen sehr, dass es ein Motor sein kann. Ich glaube, das ist auch ein Ziel der Weltspiele, dass wir natürlich genau das, was ich eben gesagt habe, die Weltspiele auch ein Stück weit als Türöffner nutzen wollen. Wir haben hier wahnsinnig gute Kooperation mit den Sportfachverbänden unserer Sportarten. Und das sind sozusagen ja die Wege dann, dass wir über die Sportfachverbände in den einzelnen Sportarten dann auch die Vereine der Sportarten erreichen. Und ich glaube ganz generell, und da helfen die Weltspiele immens, da hilft die Medienallianz, dass natürlich wir bislang auch sehr häufig dann bei Vereinen erstmal dafür werben mussten, was ist Special Olympics überhaupt, wer ist unsere Zielgruppe. Und da hoffen wir natürlich, dass wir mit den Weltspielen jetzt schon einen sehr, sehr großen Schritt gemacht haben, einfach auch ein Stück weit bekannter sind und dann in Kooperationsgesprächen auch auf einem anderen Level und in einem anderen Niveau schon beginnen können. Vielleicht abschließend noch als deutsche Delegation, wie empfindest du als Berliner auch die Atmosphäre in der Stadt und in den Sportstätten? Also ich war auch sehr, sehr neugierig tatsächlich. Ich glaube, Berlin ist eine Sportstadt und auch offen für viel Neues. Aber wir hatten gestern die Situation, ich war abends beim 3x3 Basketball. Das war dann einerseits schade, da standen dann Zuschauer draußen, die nicht mehr in die Sportstätte konnten, weil die Tribünen voll besetzt waren. Da habe ich so, bin jetzt seit 14 Jahren bei Special Olympics und zurückgedacht, wenn mir vor 5, 6 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir bei Special Olympics das Problem haben, dass wir nicht ausreichend Plätze an den Sportstätten haben, dann hätte ich das vermutlich nicht geglaubt. Insofern kann ich wirklich das auch nur als Aufruf nutzen. Bitte an die Berlinerinnen, Berliner, Brandenburger, kommt zu den Sportstätten, begegnet unseren Athletinnen, Athleten, lasst euch anstecken von der Authentizität unserer Sportlerinnen und Sportler. Denn das ist, glaube ich, das, was wir vor allem auch mit den Weltspielen erreichen wollen, dass wir einfach Begegnungen schaffen, dass wir Barrieren abbauen
Mauern in den Köpfen einreißen, hatte, glaube ich, unser Geschäftsführer mal gesagt. Und ich glaube, das geht am besten, wenn man vor Ort dabei ist. Und deswegen auch da sehr positiv, auch jetzt an den Wochentagen, wo sicherlich viele trotzdem auch arbeiten müssen, sind die Wettbewerbsstätten gut besucht und ich hoffe, das bleibt so. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.